Schauen wir zunächst nach Sachsen. Dort hat sich die CDU mit Ministerpräsident Kretschmer knapp als stärkste Partei durchgesetzt und strebt nun ein Bündnis mit BSW und SPD an. Nach dem vorläufigen Ergebnis bleibt die CDU im Freistaat stärkste Kraft mit 31,9%, gefolgt von der AfD mit 30,6. Das BSW erhält 11,8%, die SPD 7,3 und die Grünen 5,1%. Die Linke rutscht auf 4,5% ab, schafft aber wegen zwei Direktmandaten den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung in Sachsen war mit 74,4% so hoch wie noch nie. Nach der Wahl ist die politische Landschaft in Sachsen eine andere. Das Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen ist abgewählt. Nur noch hauchdünn kann die CDU den Titel stärkste Kraft für sich beanspruchen. Der alte und mutmaßlich neue Ministerpräsident Michael Kretschmer muss nun auf die Suche nach neuen Bündnispartnern gehen. Unser Auftrag ist, dass die Herausforderungen, die Probleme, die die Menschen jetzt seit Jahren artikulieren, im Bereich der Migration, der Energiepolitik, der Frage der Übergriffigkeit des Staates, dass diese Themen gelöst werden. Doch mit wem die CDU das tun will, ist offen. Eine Koalition mit der AfD schließen alle Parteien aus. Doch die wird zweitstärkste Kraft und holt wohl mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag. Sie könnte so wichtige Beschlüsse blockieren. Wir werden das machen, was wir die ganzen Jahre hier im Sächsischen Landtag gemacht haben. Wir werden diese Regierung vor uns hertreiben. Alte und neue Bündnispartnerin der CDU könnte die SPD werden, die bei knapp über 7% liegt. Das hat mich ehrlich gesagt und die SPD in Sachsen auch motiviert, wenn die Umfragewerte so schlecht waren, weil wir eine gute Arbeit leisten und ein gutes Programm haben und das haben wir verkauft. Eine deutliche Mehrheit erreichen Kretschmers CDU und die SPD aber nur mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, das aus dem Stand zweistellig in den Landtag einzieht und drittstärkste Kraft ist. BSW-Landeschefin Sabine Zimmermann sieht durchaus Gemeinsamkeiten mit der CDU. Wir haben noch andere Themen, gerade die illegale Migration und Bildung wird ein großes Thema sein. Aber ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander entfernt. Und jetzt muss man sehen, wie man dann verhandelt, wenn wir dann in Koalitionsgespräche gehen sollten. Auf der Elbfähre in Pillnitz fällt die Reaktion der Pendler am Morgen nach der Wahl unterschiedlich aus. Es war ja leider ein bisschen absehbar, wie das Ergebnis sein wird. Trotzdem hat es mich jetzt schon ein bisschen geschockt, dass die AfD doch wirklich so stark geworden ist. Ich finde es sehr gruselig und ich finde es erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon mal froh, dass es nicht komplett die AfD geworden ist, sondern auch die CDU. Aber grundsätzlich ist es erschreckend. Ja, es ist natürlich viel Unmut in der Bevölkerung über viele Dinge. Da sollte auf jeden Fall was passieren. Welches Bündnis in Sachsen zustande kommt, müssen nun die nächsten Tage zeigen. Frau Lehning in Dresden, welche Machtoptionen gibt es denn jetzt in Sachsen? Fest steht definitiv, dass die Koalition, die letzten 5 Jahre regiert hat, abgewählt ist. Das waren CDU, SPD und Grüne. Es gab auch noch immer wieder Anwerbungsversuche von der AfD in Richtung CDU, dass man doch jetzt miteinander koalieren müsse. Ministerpräsident Kretschmer hat das gestern Abend noch einmal definitiv ausgeschlossen. Somit bleibt eigentlich rechnerisch nur noch eine Option für Sachsen. Und das wäre eine Koalition aus CDU und SPD, die kennen Sie schon, und dem BSW. Und BSW, hat Ministerpräsident Kretschmer vorher immer wieder betont, sei eben eine komplette Blackbox. Es sind nur sehr wenige Mitglieder in Sachsen, unter 70 stand jetzt und die meisten kennt man nicht. Die Vorsitzende vom BSW Sachsen, Zimmermann, hat gestern Abend betont, sie will auf jeden Fall gerne in Sondierung gehen mit Kretschmer und der SPD, bleibt aber bei ihren außenpolitischen Forderungen, also sprich Frieden in der Ukraine, eine Sache, die BSW auch von Sachsen aus so nicht umsetzen kann. Wir haben eben schon gehört, in Thüringen jetzt die AfD ja sehr selbstbewusst. Wie beurteilt die Partei denn in Sachsen ihren Wahlerfolg? Ja, man war gestern Abend auf jeden Fall enttäuscht, dass man es nicht geschafft hat, wie man immer gesagt hatte, ein blaues Wunder auch in Sachsen zu erschaffen. Man hat es auf jeden Fall nicht geschafft, als Erster durchs Ziel zu gehen. Es ist aber nur ein Sitz, der die AfD von der CDU in Sachsen trennt. Und letzten Endes habe ich gestern auf der Wahlparty mehrfach vernommen bei der AfD, dass man sagt, wir können hier selbstbewusst auftreten. Die AfD hat im Osten hier in Sachsen teilweise Volksparteistatus. Und das will sie auch weiterhin nutzen und mit ihren Inhalten, mit den maximalen Forderungen bei denen bleiben. Sie müssen nicht in Koalitionsgespräche gehen und können auch bei diesen maximalen Forderungen dann eben auch weiterhin hier in Sachsen bleiben und müssen sich eben nicht
versuchen, mit anderen zu verständigen. Und das wollen sie auch nicht. Vielen Dank, Torben Lehning. In Dresden. Ja, wir bleiben noch etwas in Sachsen. Die Bürgerinnen und Bürger in dem Bundesland haben also gestern den künftigen Landtag gewählt. Die CDU hat knapp gewonnen vor der AfD und dem BSW auf Platz 3. Ein Bündnis und damit einhergehend die Bereitschaft zu Kompromissen und der Suche nach Schnittmengen wird nötig sein, um das Land in Zukunft zu regieren. Und wir sehen das die Menschen vor Ort. Susanne Schädlich ist für uns auf einer Elbfähre in Dresden. Wie ist denn da die Stimmung? Ja, also vielleicht erkläre ich am Anfang mal kurz, wo wir hier eigentlich genau sind. Also diese Fähre, die ist hier Teil des normalen öffentlichen Personennahverkehrs. Hier hat man Berufspendler, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, Schüler, die zur Schule fahren. Also man hat einen ganz guten Querschnitt der Gesellschaft. Und wir sind seit 6 Uhr morgens heute hier vor Ort. Und man muss sagen, der Großteil der Menschen ist einfach erschrocken. Erschrocken, dass die AfD so viele Stimmen geholt hat, aber auch, dass das BSW so gut abgeschnitten hat. Also ich habe zum Beispiel mit einem Pärchen gesprochen, die waren so mittleren Alters und die haben gesagt, sie können sich gar nicht vorstellen, wie man eine stabile Regierung mit dem BSW bilden soll. Ja, aber äußern sich denn auch diejenigen, die die AfD gewählt haben? Ja, also man muss ganz klar sagen, 30% der Sachsen haben die AfD gewählt. Aber hier sind ganz viele Menschen, die einfach auch gar nicht mit uns sprechen wollen. Also die sagen, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit dem sprechen wir nicht. Also vielleicht war da der ein oder andere AfD-Wähler dabei. Ich habe dann auch noch einen Herrn getroffen, der hat gesagt, er würde sich wünschen, dass Politiker mehr in den Koalitionsverhandlungen auf die Inhalte achten. Also, dass man vielleicht auch in Erwägung zieht, dass die AfD gute Ideen habe und dass sich die Koalitionsparteien dann nicht wieder in Streitereien verstricken. Also alles in allem, viele sind hier mit einem mulmigen Gefühl aufgestanden und haben genau ein mulmiges Gefühl und sind ein bisschen zwiegespalten.